Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. Und ich hänge immer noch ein bisschen fest. Ich will noch überleben. Elysium-Cluster konnten wir nichts mehr machen. Vielleicht jetzt auf der Farm noch irgendwas. Mac, hast du eine Idee? Ich glaube, ich weiß jetzt, womit ich deinen Opa beschäftigen kann. Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Hm. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Ach, das ist ja jetzt Quatsch. Du, Rufus, ich glaube, ich habe wirklich etwas dagegen, dass du meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln willst. Entspann dich. Mir fällt bestimmt noch eine Alternative ein. Aber bis es soweit ist, du weißt nicht zufällig, wo ich einen Ring und einen Frack herbekomme. Ein was? Ach, nichts. Okay. Ringe und Fracks sind gefragt. Architekt? Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, ich hab's nicht. Ich hab's genau. Ja, natürlich. Ja. Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Man trägt Glatze. Man trägt jetzt Glatze. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Die neuesten Trends sind extravagante Hüte. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ja. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung. Okay, Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Also wir werden auf jeden Fall mit dem Bauarbeiter darüber reden müssen. Mein Informant lässt ohne einen... Ja, das heißt verflossen. Warnhütchen vielleicht? Warnhütchen vielleicht? Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Ja, Aluhüte sind jetzt in. Kein Zweifel. Aluhüte sind jetzt in. Kein Zweifel. Ich gebe das mal so weiter. Ja, wir warten mal. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Ja, da sollte man neue Beweise tun. Ich sollte vielleicht noch mal Recherchen anstellen. Ja, tu das. Ich lasse dich mal wieder arbeiten. Ich lasse dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Machen wir weiter. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee.
Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Eine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Wo es Erdnussbutter gibt, wissen wir ja schon. Aber, na, Moment. Schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife. Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Dann würde ich einmal sagen, für die Liebe. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch. Geht los, Alter. Yippie. Zylinder kommt mit Erdnüssen? Und? Habt ihr euch schon eingelebt? Na logisch! Toll hier! Berti blockiert immer das Badezimmer! Okay. Können wir mit dem noch was machen? Weil... Warte mal! Soll ich pfeifen? Nein, das hilft hier nicht. Ich habe eine echte Zeitverstopfung. Ich schätze mal aber, dass wir von dem irgendwie was bekommen, dass wir an das Sandwich rankommen. Wir haben dem ja schon mal Geld gegeben. Vielleicht hat er noch was übrig. Die Erdnussbutter haben wir ja schon mal. Kann man dem vielleicht das mal geben? Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Okay. Steinskulptur? Nein, nicht ins Boot. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Was? Oh. Es ist vollbracht. Na, vollbrungen gewissermaßen. Was zum Teufel? Ja gut, so verklickt man sich mal und ja. So. Warte mal, der Höhlenmensch, der wollte doch so Relikte haben aus Stein. Na? Rufus bringen Stein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Recht so, quid pro quo. Okay, jetzt haben wir ein Abführmittel. Bitteschön, Toilette. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Benutzte... Damit bekommt der Begriff Schmiergeld plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Alter, jetzt aber einmal Toast mit Milch, bitte. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort.
Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Ja, das glaube ich, ja. Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht. Muss er erst noch Milch rein? Damit kann man lediglich mehr nicht. Aber wie kriegen wir da jetzt die Erdnussbutter raus? Warte mal. Muss das jetzt hier in den Motor rein? Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Einmal Butter. Hey, ist das eine Art Karussell? Cool, es geht los. Hui! Zum Teufel. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Ein Erdnussbutter. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Ach ja, der gute Wenzel. Ein Erdnussbutter-Sandwich. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Gern geschehen. So, jetzt hier, Herzmagazin. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Okay, ich hätte gedacht, dass wir dir das geben müssen. Ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Nochmal so zur Hochzeitsring und Frack. Ich suche noch immer nach einem Hochzeitsring und einem Frack. Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Und ich habe mir eine gute Antwort überlegt. Easy, Mann. Man trägt jetzt Turban. Easy, man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Na? Mein Informant ist zufrieden. Und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da. Und jetzt verschwinde. Eine Portalkarte. Jetzt kann man jetzt hier mit Vincent. Aber ein Steiner? Oder nur Vince? Vince, hier ist die Karte. Da will ich hin. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Papalapap! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. So, wo kommen wir hin? Zeitleitung. Check. Tachyonenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, was? Ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller und sie inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Ab in die
Vergangenheit, Zukunft oder wo auch immer? Oh was? Nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Okay, also. Kristallkugel. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Okay. Bowlingbahn. Komm, gehen wir erstmal zurück. Ich weiß, wo wir den Frack herkriegen. Hallo, Toten. Moment, Toten selber? Was zum Teufel? Hallo, Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten die Jobs tauschen. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann meinen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Ha, meine leichteste Übung. Oh mein Gott. Ich verschwinde. Nee, warte. Cooles Outfit. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Tüdelü. Spaten. Oh, das Lacken hier kann ich auch hinnehmen. Ah, daher bekommt ihr das Lacken. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Spaten? Wo? Ah, scharfkantiger Müll. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Bitte. Bravo. Eine solide Arbeit.
Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Propheten-Outfit und wir können die Jobs tauschen. Ja, da habe ich schon genau das Richtige. Hier, bitteschön. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Na sowas. Es sitzt perfekt. Es betont die Schultern. Und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Du hast es verdient. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ring, aber können den einmal mitnehmen. Super, wer will denn nicht einen Totengräber-Outfit heiraten? Hallo, Seher. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh, oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich denke an nichts anderes. Okay. Warte, können wir den... Ich hätte mir Roccos Konfektionsgröße notieren sollen. Fahr mal auf die Kristallkugel. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja. Oder? Oh je. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja. Oder? Oh je. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wiederholmode? Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel.
Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Extravagant. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Okay, also ich schätze mal, wir müssen so lange mit dem ansprechen, bis wir wieder so weit sind, dass Turbane aktiv sind, dass es deinen Turban aufkriegt. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Bauhelme. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Warnhütchen. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wieder Hutmode. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Aluhüte. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Und ich liebe dieses Let's Play-Phänomen. Ich habe eben auf die Uhr geschaut. Oh, 12 Minuten, ich habe noch Zeit. Ich schau gerade auf die Uhr. Oh, 27 Minuten. Ja gut, habt ihr wieder Glück gehabt und ihr kriegt eine längere Folge. Ich beende die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.